Es ist allgemein bekannt, dass die meisten großen Theologen der orthodoxen Kirche Mönche waren und ein strenges asketisches Leben führten. Manche von ihnen haben einen großen Teil ihres Lebens in Klöstern zugebracht, wie Maximus der Bekenner oder Johannes von Damaskus. Die Mehrzahl aber wurde nach einer asketisch-monastischen Formung zu Bischöfen erwählt, wie zum Beispiel Basilius der Große, Gregorius der Theologe, Johannes Chrysostomus oder Gregorius Palamas. Was bedeutet diese Tatsache für die Theologie? Zunächst wollen wir die Begriffe Askese und Theologie definieren. Jedes dieser Worte wird in der orthodoxen Literatur in zwei unterschiedlichen, obwohl ähnlichen Bedeutungen gebraucht. Beide Wörter stammen aus der griechischen Sprache. Das Verb, von dem der Substantiv Askesis ableitet, bedeutet üben, praktizieren, trainieren. Dieses Verb bezeichnet schon in der heidnischen Antike sowohl leibliche Übung, wie zum Beispiel sich in einer Sportart üben, als auch geistige oder geistliche Übung, zum Beispiel sich in der Tugend üben. Das ist schon bei den Griechen so, bei den Altgriechen. Diese Zweideutigkeit bleibt auch im christlichen Gebrauch bestehen. Einerseits ist mit Askese die leibliche Askese gemeint, in erster Linie Fasten und Keuschheit, dann auch Nachtwache, frühes Aufstehen, Verbeugungen, langes Stehen beim Gebet, Schweigen, sparsames Reden. Diese Übungen bekämpfen unseren Egoismus und unsere Selbstsucht, auch griechisch Philautia genannt, die einem jeden von uns durch den Sündenfall von Adam und Eva eigen sind und die uns auf dem geistlichen Weg massiv hindern. Über solche leibliche Askese spricht der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 9. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also diese leibliche Askese ist eben durch das Neue Testament bezeugt. Diese Übungen kann man mit der harten Gartenarbeit vergleichen. Man muss sich ständig mit dem Garten beschäftigen, das Unkraut ausjäten und nützliche Pflanzen säen und pflegen. Daher bedeutet Askese eine immerwährende Anstrengung und Selbstüberwindung. Andererseits bezeichnet Askese auch eine anhaltende Beschäftigung mit den seelischen Tugenden, und das ist nicht zu vergessen. Meistens wird Askese leiblich gedeutet. Solche Tugenden wie Demut, Geduld, Gebet und Liebe. Ohne diese Tugenden ist die leibliche Askese wertlos. Ja, sie wird dem sie übenden Menschen sogar schaden, indem sie ihn in die Irre führt und hochmütig macht. Viele Texte des Fastentriodions ermuntern die Gläubigen immer wieder, nicht nur leiblich zu fasten, das heißt, sich der Speisen zu enthalten, sondern auch geistlich, womit die Entfernung aller Bosheit aus der Seele gemeint ist. So lesen wir zum Beispiel im Fastentriodion: O Seele, hältst du dich nicht rein von Bosheit und entfernst du dich selbst nicht weit von den verderbenbringenden Lüsten? Was brüstest du dich unzeitig als Fastende? Die beiden Aspekte werden in den asketischen und liturgischen Texten oft zusammengedacht, wie im folgenden Tropar. Das Fasten erzeigte den Moses als Gottschauer und nahm den Elias im feurigen Wagen auf. Eile, enthalte die schädlichen Überlegungen, damit du, Seele, erlöst wirst vom gemeinen Trug. Hier wird das Fasten des Mose und des Elias deutliches leibliches Fasten verstanden, da die beiden Heiligen nach dem biblischen Bericht 40 Tage gefastet haben. Die Ermunterung an die Seele aber ist nicht, wie man erwarten würde, leiblich zu fasten, sondern geistig zu fasten, sich der schädlichen Überlegungen zu enthalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Orthodoxie einen holistischen Ansatz zur Askese vertritt, indem sie beide Aspekte für unerlässlich hält. Man muss betonen, dass diese Einstellung nicht erst durch die orthodoxen Theologen angeführt worden ist, sondern ist bereits im Alten Bund, obwohl unvollkommen, vorhanden und wird als der Heilsweg vom Herrn Jesus Christus selbst verkündet. Kämpfet, durch die enge Pforte anzugehen, denn viele, sage ich euch, werden anzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Als der heilige Johannes Klimakos den verwandten Spruch Jesu über den engen Weg bezieht, er ihn auf die leibliche Askese. Ein Zitat aus dem heiligen Johannes Klimakos. Hast du Christus versprochen, den engen und leidvollen Weg zu gehen, so beenge deinen Bauch. Also ganz konkrete Auslegung. Und weiter. Höre aufmerksam auf den, der sagt: Weit und geräumig ist der Weg des Bauches, welcher über die Unzucht ins Verderben führt. Und es sind viele, die darauf wandeln. Wie eng und leidvoll ist der Weg des Fastens, der zum Leben in Reinheit führt, und es sind wenige, die auf ihm eingehen. Also er zitiert quasi den Text des Evangeliums mit seinen eigenen
eigene Deutungen also hinzufügen. Jetzt wenden wir uns zum Begriff Theologie. Ganz kurz, das Wort Theologie kann sowohl die Rede über Gott als auch die Rede von Gott her bedeuten. Viele reden über Gott, aber wenige reden von Gott her. Theologie von oben, das ist die Theologie als Rede von Gott her, die ist ähnlich der Predigt der alttestamentlichen Propheten. Ein Text aus dem Evangelium mag veranschaulichen, worum es hier geht. Als Jesus Christus seine Apostel fragt, wer sagen die Menschen, dass ich der Menschensohn sei, antworten sie, ich zitiere, die einen Johannes der Täufer, andere aber Elias und wieder andere Jeremias oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr? Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Die Menschen haben unterschiedliche Meinungen über Jesus, aber diese Meinungen sind alle verfehlt. Auf eigene Faust kann man nicht die theologische Wahrheit erreichen. Die wahre Theologie ist immer Gottes Offenbarung. Obwohl die Rede über Gott nicht an die Rede von Gott her heranreicht, hat sie auch ihren Platz, wenn man der Tradition der Kirche in ihrer liturgischen, dogmatischen und asketischen Ausprägung folgt. Man redet richtig über Gott, wenn man zusammen mit der Kirche und dem Geiste Christi redet. Ein solches Reden aber setzt eine gewisse geistige und geistliche Reife voraus und ist nicht mit einem bloßen Wiederholen der überlieferten dogmatischen Formeln zu verwechseln. Im Folgenden wird der Kontext deutlich machen, welche von den beiden Bedeutungen des Wortes Theologie im Vordergrund steht. Sprechen wir über die Verbundenheit zwischen Theologie und Askese und ich möchte voraussagen, dass ich zwei Weisen unterscheide, wie sie verbunden sind. Die eine Weise ist, ich nenne das indirekt, die zweite ist direkt. Reden wir zuerst über die indirekte Verbindung. Man muss betonen, dass die Askese ihr unmittelbares Ziel nicht in der Theologie hat, sondern in der persönlichen Heiligung. Man lebt asketisch, um die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu stärken und der Wirkung des Heiligen Geistes teilhaftig zu werden. Aus der Nähe zu Christus aber entsteht die Theologie, wie ein Stichiron aus dem Gottesdienst zu Ehren des Heiligen Johannes des Theologen schön sagt, du hast dich an die Brust deines Lehrers gelehnt, woraus du die Dogmen der Weisheit geschöpft hast. Die besondere geistliche Gemeinschaft des Jüngers Johannes mit Christus wird durch die leibliche Nähe beim Abendmahl symbolisiert. Diese Gemeinschaft aber wird zur Quelle der besonders hohen Theologie, die einen unvergleichlichen Ausdruck im vierten Evangelium gefunden hat. In anderen Worten, Askese und Theologie sind indirekt miteinander verbunden, indem beide zu einer Dreiheit von Askese, mystischer Schau oder mystischer Erfahrung und Theologie gehören. Die Theologie im eigentlichen Sinne als Rede von Gott her geht aus der echten Gotteserfahrung hervor und die echte mystische Erfahrung oder Gotteserfahrung wird durch die Askese vorbereitet. Und in den liturgischen Texten der orthodoxen Kirche finden wir oft das Prokatharizo im Vorausreinigen, das eben auf eine solche asketische Vorbereitung. Wir müssen uns reinigen, bevor der Heilige Geist zusammen mit Christus und seinem Vater in uns Wohnung nimmt. Wenn das aber geschieht, fließen aus uns Ströme der geistlichen Lehre. Zwei Beispiele aus dem Alten Testament und ein Beispiel aus dem Neuen veranschaulichen diesen Gedanken. Moses fastet 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai, das ist Askese. Dabei spricht er mit Gott und schaut himmlische Gesichter, das ist die mystische Erfahrung. Danach steigt er vom Berg herab mit den 10 Geboten, das ist die Theologie. Also die Verkündigung. Elias isst eine Mahlzeit und geht 40 Tage ohne zu essen zum Berg Horeb, ein anderer Name für Sinai, wo ihm eine Gotteserfahrung zuteil wird. Er spürt Gott in einem leichten Windhauch. Dabei wird die theologische Wahrheit angedeutet. Gott wird eines Tages auf Erden kommen, nicht im Sturm oder im Feuer, wie einst auf dem Berg Sinai, sondern in einem gebrechlichen menschlichen Leib. Und das dritte Beispiel aus dem Neuen Testament. Johannes der Täufer führt in der judäischen Wüste ein entbehrungsreiches Leben, das ist die Askese. Dann hört er eine Stimme Gottes, wird ihm gesagt, das ist die Gotteserfahrung. Dann tritt er auf mit seiner Predigt über den kommenden Erretter, das ist die Theologie. Echte Mönche stehen in dieser Tradition. Ihre asketischen Mühen sind eine Vorbedingung und Vorbereitung für die Gotteserfahrung und indirekt die wahre Theologie. Diese Art Verbindung zwischen Askese und Theologie wird in einem Text aus dem Fasten Triodion ausgedrückt, der den heiligen Gregorius Palamas preist. Abgetötet hast du, o Weise, jede Wollust des verdorbenen Fleisches, hast asketisch die Regungen deiner Seele belebt,
und diese als göttliches Instrument der Theologie erzeigt. Wenn wir nach diesen Ausführungen zur Frage, die am Anfang des Vortrags gestellt wurde, zurückkehren, was bedeutet die asketische Lebensweise der orthodoxen Theologen für ihre Theologie, müssen wir festhalten, dass die Echtheit der Askese und der Erfahrung, Gotteserfahrung, die Glaubwürdigkeit der Theologie verbirgt. Im Umkehrschluss, und das möchte ich betonen, ohne allumfassende, vorbereitende Askese gibt es überhaupt keine Theologie von oben. Vielmehr werden diejenigen, die ihren Leidenschaften frönen und dabei Theologie betreiben, von den Dämonen verspottet und zu falschen Schlüssen geführt. Die Frage über die Beziehung zwischen Askese und Theologie lässt sich auch anders formulieren. Jetzt kommen wir zur Verbundenheit. Wie hängt die asketische Einstellung der Schöpfer der orthodoxen Theologie zusammen mit ihrer Schriftauslegung und ihrem systematischen theologischen Denken? Lassen Sie mich deutlich machen, was ich meine durch einen Vergleich mit der feministischen Theologie, die im vorigen Jahrhundert zum ersten Mal entstanden ist. Es wurde damals zum ersten Mal klar, dass eine Frau manchmal den biblischen Text anders versteht und anders liest als ein Mann. Die Besonderheit des Textes, die einem Mann entgehen, fallen einer Frau auf. Auf gleiche Weise gibt es Dinge in der Schrift, die einem Asketen auffallen, für einen Nicht-Asketen dagegen unbemerkt bleiben. Und da unsere Theologen praktisch alle Asketen waren, besitzt die ganze Theologie einen asketischen Charakter oder asketischen. An den folgenden Beispielen möchte ich zeigen, dass die orthodoxe Theologie eine asketische Lesung der Heiligen Schrift darstellt. Wenn Johannes Chrysostomus die Anweisung Christi an seine 12 Apostel in Matthäus 10, 9-10 kommentiert, beschaffet euch weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Reisetasche auf den Weg, noch zwei Leibröcke, noch Sandalen, noch einen Stab, nennt er drei Gründe, warum Christus eine solche Anweisung gegeben hat. Erstens, um jedes Misstrauen seitens des Volkes den Aposteln gegenüber zu entfernen, dass sie kein Geld suchen. Zweitens, um sie von jeder Sorge zu befreien, damit sie sich nur mit der Predigt beschäftigten. Und drittens, um seine Macht zu zeigen, indem er ihre Bedürfnisse erfüllt. Das scheint bereits eine erschöpfende Auslegung zu sein, aber der Asket Johannes fügt noch eine weitere Bemerkung in Bezug auf den Vers 10, keine Reisetasche auf dem Weg, noch zwei Leibröcke, noch Sandalen, noch einen Stab hinzu. Er wollte ihnen eine strenge Lebensweise beibringen. Und dann die Apostel, das sind die Theologen par excellence. Und wenn schon diese Theologen eine strenge Lebensweise brauchen, dann desto mehr brauchen das die nachfolgenden Theologen. Gleicherweise, wenn er Matthäus 12,1 kommentiert, die Jünger rupfen die Ähren auf einem Kornfeld ab und essen sie, schreibt er. Bewundere die Jünger, die so enthaltsam waren, dass sie überhaupt keine Sorge um leibliche Dinge trugen, sondern an einer leiblichen Tafel im Gegenteil nahmen. Sie schmachteten von einem ständigen Hunger, aber sie verließen Christus nicht. Also geben Sie zu, dass man schon ein Asket sein muss, um das herauszulesen aus dem Evangeliumtext. Matthäus 11,12, da sagt Jesus, doch von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Königtum der Himmel Gewalt angetan und Gewalttäter rauben es. Dieser Spruch wird außerhalb der Orthodoxie manchmal im negativen Sinn verstanden. Es gibt welche böse Leute, vielleicht Pharisäer, die dem Königtum Gottes Gewalt antun, worauf auch immer das hindeuten soll. In der Orthodoxie dagegen wird es immer, soweit ich weiß, als Beschreibung derer verstanden, die sich einer strengen Askese unterziehen, mit dem Ziel, das Königtum Gottes zu erlangen. Ähnlich wie an der oben zitierten Stelle aus dem Lukas-Evangelium, der Spruch von der engen Pforte. Markus 9,29. Da bieten die griechischen Handschriften unterschiedliche Lesarten. In dem sogenannten byzantinischen Text sagt Jesus, dass die Dämonen nicht anders ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten. Eine Reihe von alten Handschriften hat das Wort Fasten nicht. Ein führender Fachmann für Textkritik des Neuen Testaments kommentiert, die immer wachsende Betonung der Notwendigkeit des Fastens in der Frühkirche erklärt, warum das Wort Fasten als eine Glosse in die meisten Handschriften eingedrungen ist. Aber unabhängig von der Frage, welche Lesart die ursprüngliche oder die ursprünglichere ist, lasse ich fragen, ist es wahr, dass die Dämonen wegen des Fastens aus den Menschen ausfahren? In der Kirche gab es schon immer Exorzisten. In der Frühkirche bestand sogar ein spezielles Amt dafür. Seit den Anfängen des Mönchs im 3. und 4. Jahrhundert aber sehen wir, dass Dämonenaustreibungen zunehmend durch heiligmäßige Mönche ausgeführt werden.
Und zwar in dem Maße, dass Johannes Climacus im 7. Jahrhundert schreiben kann. Wer von ihnen, das heißt von den Weltlichen, hat jemand Wunder gewirkt? Wer hat Tote erweckt? Wer Dämonen ausgetrieben? Niemand. Diese Erfolge, die die Welt nicht in der Lage ist zu fassen, hören allesamt den Mönchen. Andernfalls wäre die Askese, das heißt die Lösung von der Welt, Fasten und andere Sachen, überflüssig. In anderen Worten, es ist gerade durch die mönchischen Tugenden, unter denen das Fasten einen wichtigen Platz einnimmt, dass die Dämonen ausgetrieben werden. Es scheint, dass das Wort Fasten in Markus 9, 29 doch seinen Platz hat. Nächstes Beispiel. Der Teufel versucht Jesus in der Wüste, während Jesus fastet. Jesus widersteht allen Versuchungen. Ein Leser, dem die asketische Tradition fremd ist, kann denken, dass Jesus Sieg über den Teufel mit dem Fasten nichts zu tun hat, weil der Text ja nicht ausdrücklich sagt, dass Jesus den Teufel auch durch sein ausgedehntes Fasten überwindet. Für den asketisch gesinnten Leser aber ist die Verbindung zwischen Jesu Fasten und seinem Sieg über den Teufel offensichtlich. Und hier erlaube ich mir eine kleine Abschweifung. Man sagt auf Deutsch auch zwischen den Zeilen lesen. Das sagt man auch auf Russisch. Das ist ein gemeinsames menschliches Phänomen. Die Fähigkeit, einige Menschen zu verstehen, mehr als das, was eigentlich geschrieben steht. Das ist nicht allen Menschen zuteil. Aber wenn man die Hintergründe kennt, kann man sehr gut diese Fähigkeit anwenden. Was Johannes der Chrysostomus zum Beispiel macht, der liest ja zwischen den Zeilen. Also der liest das, was nicht da ausgesprochen ist im Text, aber eigentlich mitgemeint ist. Ja? Und gestern ist mir aufgefallen, dass wir dieses Phänomen, also zwischen den Zeilen lesen, können auch theologisch gebrauchen. Also die alten Römer sagten auch in demselben Sinne, also dem Verständigen ist genug. Also man braucht nicht viel reden, er versteht schon. Wenn wir mit Protestanten zum Beispiel diskutieren über die Sola Scriptura, tendieren wir zu sagen, dass ja, die Heilige Schrift ist alleine nicht genug. Wir brauchen auch die Tradition als Erklärung und so weiter. Und ich möchte Ihnen das jetzt vorschlagen als Möglichkeit, eine andere Methode oder einen anderen Ansatz zu überlegen. Und das wäre zu sagen, ja, die Heilige Schrift ist genug. Aber wem ist es genug? Es ist genug für einen verständigen Menschen. Für den Menschen, der zwischen den Zeilen lesen kann. Und dann ist die Frage, wie wird man zu einem verständigen Menschen? Und die Antwort darauf ist eben durch das Leben in der Kirche, durch das Leben in der Tradition, durch das Leben im liturgischen Jahr der Kirche, durch die Askese, Fasten, Beten, Stehen vor den Ikonen. Dadurch und natürlich durch die geraume Zeit wird man eben verständlich, um die Heilige Schrift zu verstehen und zwischen Zeilen zu lesen. Also man kann dann dieses Argument auch dann in Bezug auf die Katholiken benutzen, weil wir sagen, ja, das ist die Heilige Schrift eben, aber lebt man in der Tradition, um das wirklich zu verstehen. Ja, um das etwas verständlicher zu machen, die vier Texte im Westen wurden ja aus dem Griechischen übersetzt oder die Heiligen Väter wurden nicht im Original gelesen, beziehungsweise die lateinischen Väter gelesen wurden mehr als die griechischen und die lateinischen Väter sind etwas die gründen sich ja dann auf den griechischen Vätern. Und oft sind katholische Auslegungen der Heiligen Schrift, die sind unzureichend sogar schon von der sprachlichen Perspektive, weil sie eben mit den Begriffen nicht so gut kennen. Zum Beispiel, ich habe in einem katholischen Lehrbuch gelesen, dass dieses Wort, das ich erwähnt habe, das heißt, sich bezieht auf die Reinigung von Maria praktisch, auf diese übernatürliche Reinigung der Maria, die sie von der Erbsünde bewahrt hat. Ja? Und das ist dann total anders in der griechischen liturgischen Literatur. Und man kann sowas behaupten, nur weil man nicht weiß, was das eigentlich heißt. Also das Leben in der Kirche ist der Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift. Aber die Schrift reicht schon alleine. Und das sieht man schon, wenn man geistig wächst. Je mehr man wächst geistig, desto weniger braucht man andere Literatur. Ja, und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man einfach die Evangelien liest und man ist erfüllt einfach von dem, was man liest in den Evangelien. Man braucht nicht jetzt noch Theologen lesen oder selbst Asketen.
Von den Heiligen Vätern wird gesagt, das waren die Menschen eines Buches. Die haben eigentlich nur die Bibel gelesen. Viele haben nur die Bibel gelesen. Aber dadurch, dass sie voll in der Kirche waren, voll in diesem Leben der Kirche, haben sie das richtig verstanden. Gut, jetzt komme ich zurück zum Text. In ähnlicher Weise schreiben manche liturgische Texte zur Rettung, die Rettung des Propheten Daniel von den Löwen und der Grube seinem Fasten zu. Im letzten Tropar des Triodius am Montag der dritten Fastenwoche lesen wir: Daniel zähmte die Wildtiere in der Grube mit dem Maulkorb der Enthaltsamkeit. Lasst nun auch uns fasten, die Leidenschaften bändigen. Es entsteht sogar ein Wortspiel. Durch sein Fasten hat Daniel die Löwen fasten gemacht. In dem biblischen Text steht zwar im ersten Kapitel des Buches, dass Daniel sich zusammen mit seinen Freunden von üppigen Speisen enthielt. Die Geschichte aber über den Anschlag gegen Daniel im Kapitel 6 erwähnt das Fasten mit keinem Wort. Es ist aber klar für denjenigen, der zu lesen weiß, dass Gott Daniel rettete wegen seines treuen Dienstes an Gott. Und Fasten gehört ja zu diesem Gottesdienst. Gehen wir zum Thema Keuschheit hinüber. In der Bergpredigt verbietet Christus eine Frau mit Wollust anzuschauen. In einem so seriösen protestantischen Kommentar habe ich vor vielen Jahren gelesen, dass dieses Verbot nur für den Fall der verheirateten Frauen gilt. Aus der orthodoxen Perspektive dagegen ist es klar, dass Jesus an dieser Stelle die sexuelle Begehrlichkeit als solche anspricht. Zuvor in der Predigt hat er vom Zorn gesprochen. Diese beiden Leidenschaften sind in der menschlichen Natur verankert und können das geistliche Leben lahmlegen, wenn sie ungezügelt bleiben. In der orthodoxen asketischen Literatur wird es den Mönchen empfohlen, gar keine Frau anzublicken, um die Spannkraft der Seele unvermindert zu behalten. Aus dieser Sicht spielt der eheliche Status der Frau gar keine Rolle. Es ist für unsere Zwecke instruktiv zu beobachten, wie die heiligen Väter das Hohelied auslegen. Oberflächlich gesehen spricht diese Dichtung von einer erotischen Liebe zwischen Mann und Frau. Gewöhnlich haben die Väter keine Abneigung gegen verschiedene Ebenen der Auslegung, das Buchstäbliche, das Allegorische, das Typologische. Man hätte erwarten können, dass sie auch in diesem Fall zu der Methode der multiplen Sinne der Schrift greifen, einschließlich des wörtlichen Sinns. Allerdings hat nur Theodoros von Mopsuestia, der beim 5. Ökumenischen Konzil als Heretiker verurteilt wurde, dieses Lied wörtlich ausgelegt. Die anderen Väter haben es nur allegorisch gedeutet, als eine Beschreibung der Beziehung zwischen der menschlichen Seele und Christus oder zwischen der Kirche und Braut, als Braut Christi und Christus selbst. Aus welchem Grund haben sie auf den Buchstaben verzichtet? Das macht der heilige Gregorius von Nyssa im Prolog zu seiner Auslegung des Hohen Liedes klar. Nur die Auslegung kann wahr sein, die den Lesern oder Hörern zum geistlichen Fortschritt verhilft, weil die Heilige Schrift zum Nutzen der Menschen gegeben wurde. Eine wörtliche Auslegung des Hohen Liedes dagegen würde die Leidenschaften nähren und dadurch den Menschen Schaden zufügen, was dem Willen Gottes entgegensteht. Dieses Beispiel zeigt uns, wie die pastorale Sorge, Askese und Schriftauslegung der Väter eine Einheit bilden. Da sind wir wieder bei dem holistischen Ansatz der orthodoxen Theologie. Wie schon erwähnt, beschränkt sich die Askese nicht auf leibliche Übungen, sondern schließt auch geistliche und geistige Tätigkeit mit ein. Eine Frage, die viele Exegeten beschäftigt hat, ist, wie man die Seligpreisung der Weinenden bzw. der Trauernden in der Bergpredigt verstehen soll. Auf den ersten Blick geht es hier um die gewöhnliche Trauer der leidenden Menschen, wie aufgrund von Verfolgung oder Krieg. Selig, die hier auf Erden Ungemach leiden, denn sie werden im Himmel den Trost als Belohnung empfangen. In der orthodoxen exegetischen Tradition dagegen wird dieser Spruch in der Regel auf die Trauer über die eigenen Sünden gedeutet. Warum diese Einschränkung? Sie kommt aus der asketischen Überlieferung der Kirche. Laut dem Bericht des Evangelisten Lukas hat der Apostel Petrus schon am Anfang seiner Gemeinschaft mit Jesus die eigene Sündhaftigkeit erkannt. Nach dem wunderbaren Fischfang hat er Jesus gebeten, das Boot zu verlassen, da er sich dessen Gegenwart für unwürdig hielt. 3 Jahre später ist dem Apostel seine Sündhaftigkeit wieder auf gewaltige Weise bewusst geworden, als er den Blick des verhafteten Meisters auf sich gerichtet sah. Das Evangelium sagt, dass er danach bitterlich weinte. Wenn der große Apostel darüber weinte, dass er Christus untreu geworden, wer wird dann nicht weinen müssen? Da sind wir wieder bei diesem Prinzip. Ja, wenn die Apostel so gemacht haben, dann wie viel mehr sollen wir so machen? Das ist die Tradition. Seit der Geburt der Kirche lebt in ihr die Erkenntnis über die rettende und reinigende Kraft des geistlichen Weinens. Eine ganz andere Haltung finden wir bei den Begründern des Methodismus,
John Wesley, der meinte, dass Jesus Christus nie seinen Jüngern das ständige Weinen geboten, sondern nur die Freude. Deshalb konnte bei Wesley auch das immerwährende zerknirschte Wiederholen des Gebetes des Söhners, Gott sei mir Sünder gnädig, keine Billigung finden. Wie manche sagen, das ist zu melancholisch, immer wieder zu sagen, Herr, erbarme dich meine. Jetzt wollen wir sehen, ob die asketische Tradition der Kirche einen Aufschluss bietet zum Verständnis mancher biblischen Texte, die über das Gebet sprechen. Schon die 12 Apostel verlangten von Christus eine Belehrung über das Gebet. Die Frage, wie man beten soll, wird seitdem in jeder Generation neu gestellt. Über die Jahrhunderte hinweg wurden verschiedene Gebetsmethoden vorgeschlagen, von denen manche mehr oder weniger nützlich waren, manche aber, die sie übenden, in die Irre führten. Aufgrund der langen asketischen Tradition und der vielen sowohl positiven als auch negativen Erfahrungen hat die Kirche das nüchterne Gebet als der einzige sichere Weg des Gespräches mit Gott festgelegt. Was heißt denn nüchtern beten? Als Jesus sich mit seinen Jüngern im Garten von Gethsemane befand, gebot er ihnen, zu wachen und zu beten. In dem Zusammenhang bezieht sich das Wachen auf den dem Schlaf entgegengesetzten physiologischen Zustand. Aber ist der Sinn des Spruches darin erschöpft? In der orthodoxen asketischen Tradition ist der Begriff der Wachsamkeit mit dem der Nüchternheit eng verbunden. Beide bezeichnen eine geistige Verfassung, in der man auf die heranschleichenden Gedanken achtet und sie abweist, indem man ununterbrochen betet. Das Ziel dieses Kampfes gegen die Gedanken ist die Reinheit des Geistes und das reine Gebet, das den Menschen mit Gott auf vorzügliche Weise eint. Da Erinnerungen und mentale Bilder beim Gebet stören, gilt es auch gegen sie zu kämpfen, und zwar auf zwei Weisen. Erstens, indem man sie während des Gebetes abweist, und zweitens, indem man vorher die unnötigen Eindrücke aus der Außenwelt meidet. Wir sehen also, dass sowohl Nüchternheit als auch Wachsamkeit, die flüchtig im Neuen Testament erwähnt und die entweder als physiologisch oder gar als Begriffe mit unklarem Inhalt angesehen werden können, in der asketischen Literatur einen konkreten Sinn haben und eine sehr wichtige geistige Tätigkeit beschreiben. Hierher gehört auch der griechische Begriff Metanoia, das Umgeisten, der oft als Buße oder Umkehr ungenau übersetzt wird, der aber in der asketischen Literatur, wie zum Beispiel in Verbindung mit dem immerwährenden Gebet steht, zum Beispiel beim heiligen Markus dem Asketen. Wir sehen also, dass die asketische Erfahrung der Kirche gleichsam die Grundlage und die Voraussetzung der Schriftauslegung ist. Zum Schluss möchte ich zeigen, wie die asketische Einstellung in der Orthodoxie mit dem theologischen Verständnis des Erlösungswerkes Christi zusammenhängt. Manche von Ihnen haben vielleicht das Bild nach Art einer Ikone des Mönches auf einem Kreuz gesehen. Dieses Bild symbolisiert, dass der Kampf gegen die Leidenschaften für den Mönch einer Kreuzigung gleichkommt. Jesus Christus hat gesagt, dass jeder, der ihm nachfolgen will, sein Kreuz aufnehmen soll. Auf diesem Kreuz werden die Leidenschaften des Jüngers Christi gekreuzigt. Gemäß dem Wort des Apostels Paulus, die Christi Jesus zu eigen sind, haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wir könnten sogar sagen, dass dieses Bild den Mönch nicht nur als einen Nachahmer Jesu darstellt, sondern dass es ihn, Jesus, gewissermaßen identifiziert. Vergleicht den Ausruf des Apostels Paulus in Galater 2,20 und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Aber man könnte noch einen Schritt weitergehen. Ein orthodoxer Priestermönch hat einmal auf folgende Weise diese Darstellung des Mönches auf dem Kreuz gedeutet. Jesus Christus ist der gekreuzigte Mönch. Diese Aussage kann zuerst befremdend wirken. Nach einer kurzen Überlegung jedoch scheint sie richtig zu sein. Tatsächlich, Jesus Christus hat ein keusches, besitzloses, anspruchsloses Leben geführt. Er hat gefastet, gebetet, Nachtwache gehalten. Er hat sich auf den letzten Platz gestellt. Indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen, hat er den Dienst eines Hausklaven vollzogen. Er war dem himmlischen Vater bis zum Kreuzestod gehorsam. In diesem Sinn ist Jesus Christus der vorbildliche Mönch. Nach einer Definition des heiligen Johannes Klimakos, der Mönch ist jemand, der sich immer an die Gebote Gottes hält, von denen die Liebe zu Gott am höchsten ist. Gleichzeitig muss der Mönch immer für jede Art der Versuchung bereit sein. Jesus Christus hat alle Gebote Gottes vollkommen erfüllt. Er hat immer den Willen des Vaters getan. Nach der Auslegung des heiligen Maximus des Bekenners hat der Teufel sich zum Ziel gesetzt,
Jesus dahin zu bringen, eines der beiden größten Gebote, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, zu übertreten. So hat er die Pharisäer zum Hass gegen Jesus angestachelt, damit er zornig würde und auf diese Weise sich gegen die Nächstenliebe verschuldete. Er hat auch versucht, ihn von der vollkommenen Liebe zum Vater abzubringen, indem er ihm die Reiche der Welt zeigte und ihm die Herrschaft über die Menschen durch Brot und Wunder unterbreitete. Jesus Christus hat diese Versuchungen überwunden, seine Treue und Liebe dem Vater gegenüber bewiesen und dadurch sich als der vorbildliche Mönch erzeigt. Welche Bedeutung hat denn die Aussage, dass Jesus Christus der gekreuzigte Mönch sei? Nun, das Kreuz ist das Symbol der Erlösung. Wenn Jesus Christus als Mönch auf dem Kreuz dargestellt wird oder interpretiert wird, dann bedeutet es, dass er uns durch sein Mönchsein, das heißt im Grunde durch seine vollkommene Liebe zum Vater, errettet. Einerseits hat er als der Sohn Gottes den Satan und seine Dämonen ausgetrieben und besiegt. Andererseits hat er als der zweite Adam die menschliche Natur wiederhergestellt, die durch die Übertretung des Erstgeschaffenen verdorben war. In den liturgischen Texten wird diese Wiederherstellung der menschlichen Natur bzw. die Errettung des Menschengeschlechts überwiegend dem Tod und der Auferstehung Christi zugeschrieben. Nicht selten finden sich sowohl in den liturgischen Texten als auch in den Schriften der Väter auch die Verbindung zwischen Fleischwerdung und Errettung. Der Sohn Gottes hat uns erlöst, indem er Mensch wurde. Zum Fest der Verkündigung zum Beispiel singen wir das Tropar: Heute ist die Hauptsache unserer Errettung. Der Sohn Gottes wird der Sohn der Jungfrau. Wenn wir die Texte zum Fest der Theophanie genau lesen, also der Taufe Christi, stellen wir fest, dass sie oft die Errettung der Menschen der Taufe Jesu Christi zuschreibt. Er wäscht den ersten Adam von seinen Sünden in den Fluten des Jordan und stellt ihn wieder her. Kurz gesagt, obwohl dem Tod und der Auferstehung Christi eine besondere Wirksamkeit in unserer Errettung zukommt, werden auch andere Ereignisse seines Lebens als heilbringend betrachtet. Die neutestamentliche Heilsökonomie entfaltet sich in mehreren Etappen: Menschwerdung, Taufe, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt. Man könnte sogar sagen, dass jede Tat Jesu Christi unserem Heil beigetragen hat, da er alles zur Ehre seines Vaters und zum Wohle der Menschen getan hat. Hier spielt auch der asketische Weg Jesu von seiner Geburt in einer Höhle an bis zu seinem Begräbnis in einer anderen Höhle eine wichtige Rolle. Durch die Übertretung Adams, durch sein Fastenbrechen und sein Genießen vom Baum oder von Holz wurden wir vergänglich. Durch die Gerechtigkeit Jesu Christi, durch sein Fastenhalten und sein Leiden auf dem Kreuzesholz wurden wir wieder unvergänglich. Durch seine Selbstaufopferung hat Jesus Christus den Egoismus des Adam geheilt. Jede Tat Jesu war entweder Ausdruck seiner Liebe zu Gott oder Ausdruck seiner Liebe zum Nächsten oder Ausdruck von beiden, wobei das Kreuz den Höhepunkt seiner Liebe sowohl zum Vater als auch zu den Menschen darstellt. Auf diese Weise, durch seine vollkommene Liebe, durch sein vollkommenes Mönchsein, hat der zweite Adam den ersten Adam erlöst. Es wurde in der Neuzeit viel diskutiert, wie man eigentlich Jesus Christus verstehen soll. Viele Jesusbilder wurden vorgeschlagen, oft mit gegensätzlichen Zügen. Wenn wir über Jesus Christus sprechen, dürfen wir, so scheint es, nicht diesen monastischen Aspekt seiner Person vergessen. In meinem Vortrag habe ich es versucht, einerseits die Askese als biblisch begründet zu erweisen, sie andererseits als unentbehrliches Element der orthodoxen Theologie darzustellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.